Knapp 600 Zuschauer fanden sich am Freitagabend zum Wallerseer Derby zwischen dem SV Seekirchen und dem DSV Neumarkt ein. Wir sehen das Schiedsrichter-Trio rund um Christopher Jäger und man sieht es bereits, der strömende Regen, die beiden Trainer vor ihren Betreuerbänken. Und dieser Regen sollte natürlich auch das Spiel beeinflussen. Los ging es gleich mit einer Druckphase der Hausherren. Hier wird über Benjamin Daferner ein Angriff aufgebaut. Doch die Neumarkter Defensive kann hier noch klären. Dann eine Standardsituation. Der Ball landet bei Peter Urbanek und schon steht es 1:0. Der Winterneuzugang vom SV Austria Salzburg bringt seine Mannschaft hier also in Führung. Weiter Seekirchen, das spielbestimmende Team. Hier kommt der Ball zu Christopher Meyer. Er legt auf die linke Seite wieder. Der Torschütze Urbanek in der Mitte. Kommt der Ball zu Meyer, doch der verpasst knapp. Dann wird der nächste Angriff von Neumarkt abgefangen und es gibt den Konter. Eingeleitet die Aktion hier von Meyer. Der bekommt den Ball dann auch wieder zurückgespielt von Daferner und vergibt die nächste Möglichkeit hier auf das 2:0. Dann steht hier Keeper Alexander Strobel von Neumarkt zweimal im Mittelpunkt, kann aber einen weiteren Gegentreffer verhindern und leitet gleich einen Konter für Neumarkt ein. Der Ball kommt in der Mitte zu Elvis Osegovic, der zieht ab, aber zu zentral vor das Tor. Und etwas zu schwach ausgefallen, dieser Schuss. Ja, Sie sehen es auch in der Halbzeit. Strömender Regen in Seekirchen. Da braucht so mancher sogar unter dem Dach einen Regenschirm. Rein geht's in den zweiten Spielabschnitt. Die Gäste aus Neumarkt jetzt ein wenig mutiger. Und hier gibt's die Ampelkarte, sorgt für Verwirrung. Schiedsrichter Christoph Jäger zeigt hier dem Seekirchner Stefan Federer die gelb-rote Karte. Natürlich sehr zum Unmut von Trainer Boczewski, regt sich hier auf. Keiner weiß genau, warum die gelbe Karte, die gab es am Ende für eine Unsportlichkeit. Schon in der ersten Hälfte die gelbe für Unsportlichkeit, auch die zweite somit, also gelb-rot für Stefan Federer. Jetzt Neumarkt natürlich mit Rückenwind, ein Mann mehr. Und da gibt es eine kurze Druckphase auf den Ausgleich hier. Wollten die Gäste einen Elfmeter, den gab es nicht. Und der Regen in Seekirchen wurde immer stärker. Nächste Möglichkeit für Neumarkt, eingeleitet von Osegovic. Aber da bleiben sie im Angriff stecken und das ermöglicht Seekirchen einen nächsten Konter. Wieder ist es Christopher Meyer, aber der Top-Torschütze der Regionalliga West hatte an diesem Abend einfach sein Visier nicht richtig eingestellt. Dann eine knifflige Szene auf der anderen Seite. Neumarkt erkämpft sich hier den Ball auf der linken Seite. Kommt in den Strafraum, aber kann nochmals geklärt werden. Dann nochmals die Neumarkter. Jetzt wollten sie es am Ende natürlich wissen. Läuft der Ball über mehrere Stationen und es sei gleich gesagt, der Ball landet auch im Tor. Der Treffer zählte allerdings nicht. Hier die Flanke von Osegovic, Verlängerung und dann ist es Patrick Meyer, der den Ball ins Tor befördert, aber aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung wird dieser Treffer nicht gegeben, sehr zum Unmut der Gäste aus Neumarkt. Nächste Möglichkeit, Osegovic fährt hier am Ball vorbei und das gibt den Seekirchnern die Möglichkeit zu kontern. Wir sind schon in der Nachspielzeit und diese Möglichkeit wird aber liegen gelassen. Ein zweiter Treffer sollte aber noch fallen. Hier das 2:0 für den SV Seekirchen. Durch den eingewechselten Christoph Mühlechner kam erst 5 Minuten
vor Ende dieser Partie aufs Feld und erzielt hier das 2:0. Dabei sollte es auch bleiben. Seekirchen setzt seinen Erfolgslauf fort und gewinnt auch das Derby gegen Neumarkt mit 2:0.